Ja, guten Morgen allerseits. Es ist jetzt 11 Uhr. Wir warten noch ein, zwei Minuten und dann starten wir mit dem Webinar. Und ich hoffe, Sie haben heute Zeit mitgebracht und freuen sich auf unser Webinar. Ja, das Thema vom heutigen Webinar: Supervised Learning im ITSM mit TensorFlow. Klingt sehr technisch, ist auch heute etwas technischer wie sonst. Wir wollen aber einfach mal zeigen, was man mit künstlicher Intelligenz alles erreichen kann, gerade auch im IT-Service Management. Ja, heute sind wir zu zweit. Einmal meine Person, Bernd Ludwig, Portfolio Manager, und David. Ich bin David Pfeifle und Agile Software Developer. Ja, der David ist bei uns der Experte, wenn es um künstliche Intelligenz und Machine Learning geht. Und wir werden das jetzt zu zweit halten, das Webinar, und zeichnen auch das Webinar auf. Sie können jederzeit Fragen im Chat stellen. Wichtig dabei: Wir werden Ihre Fragen immer anonym behandeln. Wir werden alle Anfragen von Ihnen entsprechend anonym beantworten. Aber Sie können dann diesen Film auch später nochmal sich anschauen. Aber keine Angst, wie gesagt, wir werden alle Daten anonym behandeln. Und die Folien bekommen Sie natürlich auch. Und wie gesagt, auch einen Zugang zu dem Video. Ja, was wir heute geplant haben, ist, dass wir ein bisschen was zur Herausforderung sagen. Was ist überhaupt unsere Aufgabe? Dann in Supervised Learning einsteigen und das auch mit einer Demo entsprechend zeigen. Und am Schluss dann noch über die Anwendungsszenarien im IT-Service Management gehen und natürlich Ihre Fragen beantworten. Ich erhalte hier immer im Chat auch Ihre Fragen direkt, kann ich mir direkt anschauen. Wenn es passt, dass es direkt beantwortet werden kann, dann machen wir das auch. Ansonsten stelle ich das wahrscheinlich dann zurück bis zur Fragenrunde oder füge es dann ein, wenn es gerade zum Thema, das wir erklären, entsprechend passt. Ja, gut, dann würde ich sagen, starten wir mal. Ja, was ist die Herausforderung? Hier haben wir dargestellt in grafischer Form zwei Kategorien. Einmal eine Softwarekategorie, die rot dargestellt ist, und Druckerkategorie als grün dargestellt. Und diese Punkte sollen im Endeffekt die Verteilung praktisch symbolisieren über verschiedene Arten, wie diese Kategorie in einem Ticket entsprechend angefragt werden können. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, aber stellen Sie sich vor, in einem Druckerkategorie wird jetzt einfach gesagt, Drucker druckt nicht. Dann ist das vielleicht der linke untere grüne Punkt. Wenn aber gesagt wird, ich habe Papierstau, dann ist es vielleicht eher der grüne Punkt in der Mitte. Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Je nachdem, wie gefragt wird, ist der grüne Punkt eben eher weiter links unten oder rechts oben. Und wir wollen aber damit visualisieren, wie künstliche Intelligenz ein neuronales Netzwerk entsprechend geschult werden kann. Genau, die Herausforderung für das neuronale Netzwerk ist jetzt zu unterscheiden, ob es sich um grüne Punkte, das heißt Druckerprobleme, oder um rote Punkte, das heißt Softwareprobleme handelt. Dabei stößt man auf zwei Probleme. Man kann ein Netzwerk zu wenig trainieren, beziehungsweise auch mit zu wenig Daten oder zu unreinen Daten. Dann erhält man ein Underfitting. Das bedeutet, dass das neuronale Netzwerk nur sehr, sehr stark verallgemeinert unterscheidet. Beispielsweise unterscheidet das hier jetzt nicht zwischen Drucker- und Softwareproblemen, sondern in den Bildern wäre es jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild oder ein buntes Bild. Wenn man jetzt einen bunten Drucker da hatte, dann würde es das auf die rechte Seite mit einkategorieren.
Heißt, ein bunter Drucker wäre für das neuronale Netzwerk ziemlich eindeutig ein Softwareproblem. Dann gibt es das Overfitting. Dann, dabei ist das neuronale Netzwerk zu spezialisiert. Das bedeutet, dass man viel zu viel trainiert hat und dabei kennt das neuronale Netzwerk fast nur die Ausnahmen bzw. die Spezialfälle. Hier in unserem Beispiel erkennt es jetzt grau-schwarze Drucker mit genau einem Blatt Papier im Einzug und vielleicht auch noch zwei Knöpfen auf der Vorderseite. Und auf der rechten Seite erkennt das Software-Logos in den Farben Blau, Gelb, Grün, Rot und Violett. Wenn man jetzt hier allgemeinere Fragen reinstellen würde, könnte das Programm nicht wirklich entscheiden, was es wäre und hätte sehr hohe Wahrscheinlichkeiten auf falsche Ergebnisse. Ja, also zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal vorhin das betrachten, wenn der mittlere grüne Punkt jetzt hier Papierstau gewesen wäre, dann würde er wahrscheinlich, ich habe einen Papierstau, nicht mehr erkennen in der Kategorie, weil er eben nur ganz explizit hat das neuronale Netzwerk jetzt Papierstau gelernt, aber nicht, dass auch Abarten davon entsprechend ähnlich aussehen und auch Druckerkategorie sein könnten. Genau. Was wir erreichen wollen, ist ein neuronales Netzwerk, das die meisten Fälle erkennen kann und Spezialfälle außer Acht lässt. Das heißt, wenn man beispielsweise ein Problem hat mit die Druckersoftware funktioniert nicht, dann kann das Programm nicht zuordnen, ob es sich jetzt um ein Drucker oder um ein Softwareproblem handelt. Das muss dann immer noch manuell gemacht werden. Aber die meisten Anwendungsfälle kann das neuronale Netzwerk zuordnen, ob es sich um einen Drucker oder um ein Softwareproblem handelt. Das bedeutet, dass der First-Level-Support da relativ und ziemlich stark unterstützt wird und nur noch in wenigen Fällen mit eingreifen muss und dem neuronalen Netzwerk helfen muss. Ja, und was hier ganz klar auch gezeigt wird, ist, das neuronale Netzwerk ist nicht perfekt. Das heißt, wir werden immer irgendwo die zwei roten Punkte hier links unten, die kann es dann eben, wird es falsch erkennen. Aber Ziel ist natürlich auch, dass man aus dem neuronalen Netzwerk herausbekommt, mit welcher prozentualen Wahrscheinlichkeit es sagt, es ist eine Druckerkategorie oder es ist eine Softwarekategorie. Da gehen wir aber jetzt in den nächsten Folien auch drauf ein. Jetzt, was wählt man für einen Lösungsansatz, um diese Kategorieerkennung oder später auch Level Recognition zu machen, ist eben dieser Supervised Learning Ansatz. Und im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, wir haben Daten und diese Daten müssen aber, also Schulungstrainingsdaten, die müssen spezifiziert sein, was für eine Kategorie das ist. Das heißt, wir haben im Endeffekt ein File mit Input- und Output-Daten und wir wissen, also wir als Mensch wissen jetzt, was das genau bedeutet und damit schulen wir das neuronale Netzwerk. Also hier unten ist jetzt in der Tabelle das ein schönes Beispiel. Wir haben im Endeffekt die Punkt, Punkt, Punkt bedeuten hier, dass wir natürlich viel mehr Datensätze haben, dass wir hier immer einen Titel und Beschreibung haben für so ein Ticket. Und das sind die zwei Inputs, die wir hier reingeben. Und dann wird entsprechend ein Output erkannt. Man sieht jetzt hier, dass ich da Label drüber geschrieben habe. Man kann sich das so vorstellen, ein Output ist immer eine Zahl. Ein neuronales Netzwerk arbeitet mit Zahlen. Der neuronales Netzwerk kennt keine Texte, sondern es sind immer Zahlen, die man eingibt und auch ausgibt. Und was jetzt gemacht wird, ist, dass wir in unseren Programmen diesen Input, also diesen Titel Drucker druckt nicht mit einer Vektorisierung in Zahlen umwandeln und dann die Kategorie auch in eine Zahl umwandeln, aber am Ende kann man dann das Ganze wieder entsprechend auf ein menschlich verständliche Kategoriennamen bringen und das nennt man eben Label. Ein neuronales Netzwerk ist prinzipiell immer so aufgebaut, dass wir Inputs
Daten und Output, Input-Knoten und Output-Knoten haben. Und dazwischen sind versteckte Ebenen. Die werden meistens als graue Box dargestellt, sind aber an sich auch nur Neuronen, die miteinander verbunden sind, bei denen jeder Ausgang eine mathematische Gewichtung enthält. Das bedeutet, dass als Input die Zahlen durchlaufen werden und durch die Gewichtung der Knoten nach und nach ein genauerer Output erscheint. Ja. Klingt jetzt sehr mathematisch. Ein Input als Text muss dafür in Zahlen umgewandelt werden. Dafür erhält man einen Output, das sind ein Prozentsatz zu jedem Neuron, also ein Label und der Prozentsatz dazu. Und der Label, der Output-Knoten muss dann nachher wieder ein Label umgeordnet werden. Ja, aber keine Angst, wir gehen jetzt nicht in das mathematische Modell. Also nicht, dass wir jetzt hier denken, wir gehen hier wie ein Mathematikprofessor genau in die Zahlen rein. Für uns ist das neuronale Netzwerk zum Teil, wissen wir auch nicht genau, was da passiert. Das wissen dann die Mathematiker. Wir benutzen Modelle, die wir aus Erfahrung heraus ausgewählt haben, die wir jetzt hier entsprechend dann auch für unseren Fall als das Beste erkannt haben. Und das Auswahl des Modells ist wichtig, aber wir müssen nicht unbedingt wissen, was hier in den Neuronen direkt passiert. Genau, viel wichtiger ist dabei zu beachten, dass die Daten sauber sind. Die Daten, die als Input geliefert werden, sind wichtiger als das neuronale Netzwerk an sich. Beispielsweise haben wir als Input, dass mein SAP-System funktioniert nicht. Das neuronale Netzwerk erkennt dadurch die per entsprechende Supporter-Person, die für SAP-Probleme zuständig ist. Das ist in unserem Beispiel Tom. Tom ist zu 98,76% für solche Anfragen zuständig. Da muss man auch jetzt nochmal dazu sagen, wir haben ja vorhin das Beispiel mit Kategorien gehabt. Wir haben für das Webinar das Beispiel mit Kategorien gewählt, weil es einfach jeder entsprechend kennt, wie man eine Kategorie zuordnen kann. Hier ist es so, wir machen eine Level Recognition. Also das heißt, wir wollen wirklich das Ticket direkt an die Person weiterleiten, die sehr oft auch diese Tickets gelöst hat. Das heißt, wir schulen hier das neuronale Netzwerk nicht mit Kategorien, sondern mit den Informationen, welche Personengruppen oder Personen bestimmte Probleme am schnellsten gelöst haben oder überhaupt gelöst haben und können dann vermeiden, dass wir durch drei, vier Level von Support gehen müssen, bis das Ticket dann wirklich auch gelöst wird. Ne? Also man kann sich hier zum Beispiel vorstellen, wenn jetzt drin steht, mein Drucker druckt nicht, dann macht es vielleicht der First Level Support und das kann jeder, weil es ein Standardproblem ist, Papierstau oder was auch immer. Wenn jetzt aber das Ticket heißt, meine Subdialogmaske SM51 funktioniert nicht, ich habe dort Performance-Probleme, dann könnte das ein ganz anderes Team sein, das das direkt entsprechend bearbeitet. Und da muss man vielleicht gar nicht dann über den First Level gehen, sondern man geht direkt an die Personen, die so etwas auch erkennen und dann entsprechend lösen können. Und das Schöne ist jetzt bei diesem neuronalen Netzwerk, der erkennt dann schon, das ist ein einfaches Problem, das ist eher ein schwieriges Problem und kann es dann den Supportergruppen zuleiten. Aber nichtsdestotrotz, in der nächsten Folie haben wir das jetzt wieder auf Kategorien gematcht, weil wir einfach auch sagen, für unser Webinar ist es heute ein besseres Beispiel, weil sich jeder damit auskennt. Ja, eine Sache noch habe ich vergessen. Und zwar, was man hier auch sieht, ist das neuronale Netzwerk selten, dass es zu 100% sagt, das ist SAP oder es ist Application. Ja, es ist immer so, dass wir Prozentzahlen für diese entsprechenden Kategorien dann bekommen und können dann auch entscheiden, wir trauen dem neuronalen Netzwerk nur dann, wenn es über 70% oder über 80% sicher ist, dass es SAP ist. Genau, der Ablauf von so einem Lernen sieht eigentlich immer gleich aus. Wir bereinigen die Daten, das heißt, wir schauen, was überhaupt für Daten drin sind, ob wir mit den Daten überhaupt trainieren können.
und ob da eventuell irgendwelche Sachen drin sind, die für das Training total sinnlos sind. Die werden dabei rausgenommen. Anschließend wird die Datei eingelesen. Das ist bei unserem neuronalen Netzwerk eine CSV-Datei, wo die Daten rausgelesen werden. Diese werden vektorisiert. Das bedeutet, dass die Wörter, die in der Datei sind, in Zahlen umgewandelt werden. Mit den Zahlen wird das neuronale Netzwerk anschließend trainiert und als Ergebnis erhalten wir hier ein fertig trainiertes neuronales Netzwerk, das wir dann in die Umgebung einbinden können. Ja, was jetzt auch hier bei der Vektorisierung noch zu beachten ist, ist, wir wandeln ja diese Texte in Zahlen um. Das machen wir mit einem bestimmten Schlüssel. Das heißt, wenn man zum Beispiel mein SAP funktioniert nicht als Text reinbekommt, dann wird das Netzwerk aber eigentlich dann mit 1,58, 2,09 und so weiter geschult. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, wenn Sie heute auch an Cloud-Services denken, wir bieten dann einen Cloud-Service auch an, und Ihre Daten gehen gar nicht in die Cloud, sondern es geht nur dieser vektorisierte Datensatz in die Cloud. Und je nachdem, mit welchem Schlüssel wir das dann auch verschlüsseln, sind die Daten auf keinen Fall zurückverfolgbar. Das heißt, man kann Texte auch in die Cloud schicken, weil es im Endeffekt nur Zahlen sind, die verschlüsselt sind über bestimmte Und die Algorithmen. fünf Hash-Verfahren, Ja, genau. genau. Hash-Verfahren, das habe ich gesucht. Das Gut. Genau, mit dem fertig trainierten neuronalen Netzwerk, das evaluieren wir. In der Evaluation können wir dann sagen oder schauen, ob das Netzwerk richtige Ergebnisse liefert und ob man das wirklich in die Produktivumgebung einsetzen kann oder ob wir nochmal von vorne anfangen müssen und gucken, wie wir die Daten besser bereinigen. Zum Training. Wir bekommen einen Datensatz mit Daten, mit Titel und Beschreibungen und benutzen dafür 80% der Daten zum Trainieren und 20% der Daten zum Validieren. Das bedeutet, der Datensatz wird am Anfang aufgeteilt in 80% und 20%. Und die 20% der Validierungsdaten, das sind komplett ungetestete Daten, die noch nicht mit eintrainiert wurden. Und dann nachher auch Aussagen, wie sich das neuronale Netzwerk mit untrainierten Daten wahrscheinlich verhält. Ja. Dabei erhalten wir für die trainierten Daten eine Accuracy und für die untrainierten Daten eine Validation Accuracy. Und was hier jetzt hier als Beispiel gelten könnte, nehmen Sie mal an, Sie haben Vokabeln gelernt, ne? Aber Sie haben halt nur 80% der Daten haben Sie oder Vokabeln haben Sie gelernt. Und jetzt fragt Sie irgendeiner nach einer neuen Vari, also neuen Vokabel. Ne? Die können Sie ja nicht wissen, weil Sie nicht gelernt haben. Aber in dem Fall mit der Kategorieerkennung oder anderen Mustererkennungen ist es so, dass die KI jetzt das Muster erkennt und auch Fälle, die sie nie trainiert hat, erkennen kann. Nur wie gut das ist, also wie gut man externe Datensätze erkennen kann und wie gut man die, die man trainiert hat, erkennen kann, das sind eben diese zwei Variablen. Accuracy bedeutet die trainierten Vokabeln, die ich schon gelernt habe, wie viele kenne ich davon? Validation Accuracy ist eine Vokabel, die ich noch nie gelernt habe. Die soll ich jetzt erkennen. Bei Vokabeln wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, aber wenn Sie jetzt mal an Bilderkennung denken oder an Kategorieerkennung, dann können Sie eben, also das neuronale Netzwerk wird mit der Accuracy Papierstau trainiert haben und wird dann vielleicht zu, also wenn wieder ein Papierstau kommt, das mit 100% erkennen. Aber Validierung wäre dann eben, es sind Daten drin, wie zum Beispiel, das Blatt kommt nicht mehr aus dem Drucker raus. Ja, das ist auch ein Papierstau, hat aber mit dem, was wir trainiert haben, gar nichts zu tun. Aber das neuronale Netzwerk soll dieses, sage ich mal, ja, dieses Muster erkennen und dann entsprechend so einen Fall auch erkennen. Genau, nach einem Trainingsdurchlauf erhalten wir dann schon ein Modell und dieses Modell wird noch nicht gut sein, daher gibt es mehrere Durchläufe,
Das heißt, mehrere Epochen. Eine Epoche ist dann ein Durchlauf mit einem kompletten Datensatz. Und wenn man das jetzt auch wieder auf Vokabeltraining lernt, ne, nimmt, können Sie sich vorstellen, wenn Sie das erste Mal 10 Vokabeln lernen, wissen Sie die am nächsten Tag noch? Also brauchen Sie nochmal einen Durchlauf, wo Sie die nochmal trainieren und nochmal lernen. Und dann kommt irgendwann der Fall, wo Sie sagen, naja, ich kann 9 von 10 Vokabeln, kann ich. Oder vielleicht sogar 10 von 10. Ne? Und das ist genau mit diesen Epochen gemeint. Ne? Ja. Dann kommen wir hier in die Demo. Wir wollen jetzt einfach mal hier zeigen, wir haben jetzt hier einen ganz kleinen Stamm von Daten genommen zu Kategorien. Wir haben 318 Datensätze hier drin und haben einfach mal Beispiele für Titel und Beschreibungen und die entsprechende Kategorie dahinter hier als Datensatz. Und wir werden das jetzt trainieren hier online. Das heißt, wir werden einfach mal 2 Epochen hier nehmen oder 3, ja, egal. Ja, genau. Einfach wenig Epochen und starten hier das Training. Und jetzt passiert praktisch das, dass diese Neuronen hier trainiert werden. Das wird im Hintergrund ausgeführt. Und darunter sieht man jetzt zum Beispiel das Modell, wie wir es angelegt haben. Und David, da kannst du, glaube ich, mehr dazu sagen wie ich. Genau, das werde ich aber nachher machen, weil das Training mit mehreren Epochen etwas länger dauert. Das Training mit den 3 Epochen ist jetzt schon fertig und wir erhalten hier ein Bild, welches die Accuracy darstellt. Hier zu sehen ist in Blau die Trainingsaccuracy mit den, also die Genauigkeit mit den Trainingsdaten und in Orange die Genauigkeit mit den Testdaten, heißt mit untrainierten Daten. Wir haben hier mit den Testdaten eine Genauigkeit von ungefähr 60%. Das bedeutet, unser Netzwerk kann neue Daten mit ungefähr 60% zuordnen. Mit trainierten Daten sind es allerdings gerade mal etwas über 20%. Ja, also das ist definitiv zu schlecht. Das sehen wir ganz klar ein. Ne? Was wir jetzt als zweiten Beispiel zeigen, ist, wir nehmen jetzt einfach mal 22 Epochen oder ein bisschen was über 20, egal. Ja, 24 Epochen und starten jetzt hier das Training. Und das dauert jetzt ein bisschen und da ist es gut, dass man ein Modell erklären kann. Genau, also das Modell, hier sind die Eingangswerte. Die Eingangswerte sind in dem Fall jetzt die Titel und die Beschreibungen. Und das hier sind die unterschiedlichen versteckten Ebenen. Die finden wir hier unten wieder in dem Bereich. Und die Ausgangsebene ist auch eine normale Ebene, ein Array an Neuronen. Die versteckten Ebenen sind zum Teil Ebenen wie die Dropout-Ebene, die ein Overfitting verhindern sollen, indem sie für das Training bestimmte Neuronen ausblenden. Und was bedeutet, dass das neuronale Netzwerk mit den Neuronen nicht trainieren kann? Genau. Wir hatten gestern übrigens dieses Webinar schon mal gehalten und danach haben sich der David und ich haben uns so mehr oder minder ein bisschen gestritten, kann man nicht sagen, heiß diskutiert. Ist die Auswahl des Netzwerks überhaupt so wichtig? Und jetzt kommt, wir hatten uns da auch nicht richtig verstanden. Die Auswahl, welches Netzwerk, dass wir hier ein convolutional Netzwerk nehmen und so weiter, die ist sehr wohl sehr wichtig für diesen Beispielfall. Was nicht so wichtig ist, machen wir da so und so viele Neuronen rein und da so und so viel und beschäftigen uns zu oft mit dem Modell. Aber die Auswahl des Modells ist natürlich sehr wichtig. Genau. Was aber noch viel wichtiger ist, sind auch die Daten, die reinkommen. Wir haben jetzt hier gerade mal 318 Daten und haben hier eine Genauigkeit von ja, 95% ungefähr. Was eigentlich schon sehr, sehr gut ist, allerdings mit jetzt stark anderen Daten, die man da reingibt, kann man dennoch keine zu guten Ergebnisse erwarten, weil da einfach die Menge der Daten, die trainiert wurden, fehlen. Also wir zeigen übrigens hier unten auch noch den Model Loss an. Hier geht es einfach darum,
lohnt sich überhaupt noch weiter zu trainieren, das Netzwerk. Aber da gehen wir heute nicht im Detail drauf ein. Aber Model Loss ist natürlich auch ein wichtiger Parameter, wenn Sie sich damit befassen. Genau, Modell Loss ist die Standardabweichung des neuronalen Netzwerks. Das heißt, je höher die Standardabweichung ist, desto höhere Falschergebnisse liefert das neuronale Netzwerk. Das heißt, bei einem hohen Losswert kann es sein, dass die falschen Ergebnisse zu 90 bis 100% auch mal erfallen. Ja. Das bedeutet, wir möchten den Losswert so niedrig wie möglich haben, um die 0,0. Ja. Und das ist jetzt auch gegeben. Und jetzt zeigen wir einfach auch mal, was Ergebnisse sind, wenn wir jetzt neue Testdaten hier einfach mal probieren. Ja. Und wir haben jetzt so einen kleinen automatischen Test, wo wir 10 Testfälle entsprechend anzeigen. Und also das ist jetzt zum Beispiel auch ein schönes Beispiel, der erste Testfall, wo einfach der Titel jetzt mal komisches Geräusch ist und mein PC hat ein komisches Geräusch. Dann erkennt er hier zu 99%, dass das Hardware ist, ne? Aber gibt auch andere Beispiele. Genau. Beispielsweise in dem letzten Test haben wir das Beispiel da hat jemand geschrieben, mein Druck hat keine Farbe mehr und in der Beschreibung, ich kann nichts mehr ausdrucken. Das erkennt unser neuronales Netzwerk jetzt als Performance-Problem und als nächstes kennen dann Probleme im Papierstau. Druckerprobleme gibt es in den Kategorien auch. Wird hier gar nicht mal aufgelistet. In dem Beispiel oben drüber ist es, ich kann kein Excel in SAP hochladen und da wird das Ergebnis SAP zwar richtig erkannt, aber auch gerade mal mit 54%. Wie wir jetzt die falschen Ergebnisse umgehen können, ist, wenn wir jetzt sagen, ab 60% Wahrscheinlichkeit möchten wir die Kategorien erst zuordnen lassen, ansonsten muss es manuell gemacht werden. Und das hier sind jetzt die einzigen zwei Beispiele, die unter 60% sind. Das bedeutet, 8 von 10 Fällen kann die KI jetzt schon lösen mit gerade mal 318 Daten trainiert. Und die anderen zwei, die müssen immer noch manuell gemacht werden. Ja, was halt hier jetzt auch der Fall ist, ist, dass wenn, sagen wir mal, die Titel und Beschreibung nicht so sind, also nicht ähnlich sind wie die wir eingegeben haben, dann wird natürlich hier die Rate runtergehen. Wir wollen da auch nicht den Eindruck vermitteln, dass man mit 300 Daten ein gutes Kategorieerkennung machen kann. Ganz im Gegenteil. Also wir gehen im Moment davon aus, dass sie also unter 10.000 ja, ist es schwierig. Kommt aber immer darauf an, wenn Sie jetzt sagen, man will nur unterscheiden, ob das jetzt ein wichtiger, also hohe Priorität oder niedrige Priorität hat. Das kriegt man mit 5.000 Daten hin, ne? Weniger. Ja, mit weniger sogar. Aber wenn Sie halt viele Kategorien haben, meinetwegen mal mit 20 Kategorien arbeiten oder mit 100 Kategorien, dann brauchen Sie einfach auch mehr Testfälle. Ja. Aber da haben wir auch Mittel, das zu verbessern. Da kommen wir gerade wieder auch in die Präsentation. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass die Datenbereinigung, Aufbereiten der Daten, ist ein ganz großes Thema. Und da haben wir einige Algorithmen, wie jetzt zum Beispiel Language Detection. Wir prüfen, ist das überhaupt ein deutscher Titel und Beschreibung, ja? Oder ist es eine andere Sprache? Wir können dann zum Beispiel Tickets, die nicht, sagen wir mal, kategorisiert sind nach Sprache, die können wir dann entsprechend hier verbessern. Dann haben wir Word Analysis als neues Thema. Wir haben auch neue entsprechend Algorithmen, um bestimmte Wörter rauszufiltern, die eben gar nicht wichtig sind. Also Grüße, danke, hallo, ist halt für eine Kategorieerkennung jetzt nicht ganz so wichtig. Ja, und ich habe gerade die Frage gesehen, die hier auch noch reingekommen ist, die beantworte ich gleich. Und dann haben wir am Schluss auch noch diese Equal Distribution, die sehr wichtig ist. Da kommen zwei Folien noch dazu.
Ah nee, sorry, da habe ich jetzt vorgegriffen. Equal Distribution können Sie sich so vorstellen, wenn man jetzt mit 300 Datensätze Drucker eingegeben hätte und nur 18 Datensätze mit SAP, das macht einfach keinen Sinn. Man muss schon eine gleiche also gleiche Verteilung von Datensätzen, die man trainiert, entsprechend erreichen, dass die Outputs gleich verteilt sind, ne? Das ist ganz wichtig. Die Frage, die hier reinkam, die war noch zu der Demo. Mit welcher Oberfläche zeigt das Ihr Modell das gerade an? Ist das ein bestimmtes Framework speziell für TensorFlow? Da kann da, darf ich was dazu sagen? Also die Oberfläche ist kein Framework direkt für TensorFlow. Das kann auf mehrere Frameworks angepasst werden. Es handelt sich hier um Streamlit. Es ist einfach eine Möglichkeit, Webseiten in Python zu schreiben. Das bedeutet, die Ergebnisse, die wir in unserem Code, in unserem Python-Code bekommen, können hier direkt dargestellt werden. Und auch die Eingangsparameter, wie beispielsweise hier unten die Anzahl der Epochen, die können hier direkt auf der Webseite angepasst werden und werden dann direkt im Python-Code übernommen. Ja, Streamlit oder Streamlit? Streamlit, also man kann es hier unten auch sehen. So wird es geschrieben. Ja, Streamlit ist die Library. Also dann ist die nächste Frage hier noch, besitzt jeder Testcase ein eigenes Modell oder ist es ein Modell, welches für alle 10 Testcases verwendet werden kann? Das Modell ist immer gleich. Die Test Cases, das Modell wird mit den 10 Test Cases 10-mal durchgelaufen. Wenn wir jetzt hier ein Training mit weniger Epochen starten würden, wird man auch sehen, dass die Test Cases deutlich schlechter sind, deutlich Das kann man mal schlechtere zeigen. Das kann man mal gucken. Ergebnisse liefern. Wir müssen nur kurz warten, bis das Training beendet ist. Also es ist ein Modell, das einmal trainiert wird und für 10 unterschiedliche Fälle nochmal getestet wird. Mit 2 Epochen erhalten wir jetzt hier 3 von 10 Ergebnisse richtig zugeordnet. Also das ist jetzt praktisch die gleichen Testcases nochmal mit den weniger. Ja, mit den wenigen Durchläufen des Trainings. Und da sieht man halt einfach, dass es viel zu wenig Erkennungsrate hat. Diese Testcases, das ist etwas, was wir extra auch nochmal gemacht haben. Normalerweise, wenn wir diese Grafiken, die Sie vorhin gesehen haben, mit Accuracy anzeigen, das Modell sagt schon nach dem Training für sich eigentlich, wie gut die Erkennungsrate ist. Warum haben wir jetzt nochmal diese Testcases-Seite geschrieben? Aus dem einfachen Grund, wir wollen das, ja, ich glaube erst was, wenn ich gesehen habe. So könnte man das sagen. Aber es geht auch einfach darum, wir wollen auch hier die Möglichkeit haben, zum Beispiel, wenn jetzt der Kunde sagt, probieren Sie mal die 5 verschiedenen Fälle auch noch aus, dann können wir das ganz schnell hier mit diesen Anpassungen der Testcases entsprechend machen. Also wir werden wahrscheinlich diese Sache auch auf unsere Webseiten bringen und dann kann man oben einfach mal eingeben, was ist Titel und Beschreibung und dann können Sie unten sehen, was da erkannt werden würde. Gut, ja, jetzt nochmal zurück zu unserer Datenaufbereitung. Also hier nochmal kurz gesagt, wir müssen vorher die Daten einigermaßen sauber haben, nur dann kriegen wir eine gescheite Verteilung hin oder eine gescheite Accuracy hin. Was übrigens, ich kann Ihnen sagen, wir arbeiten da jetzt schon ein halbes, dreiviertel Jahr dran und wir haben ganz viele Trainings gemacht, haben verschiedene Netzwerke probiert und, und. Das Entscheidende war aber wirklich am Schluss saubere Daten bereitzustellen. Genau. Und auch ja, wir haben hier eine Dokumentensammlung, das sind die vorhandenen Tickets, die schon trainiert sind. Und da werden die Daten erstmal vorbearbeitet, gelernt und evaluiert. Daraus erhalten wir das Modell, das bereitgestellt wird. Und mit der Zeit kommen ja immer mehr Daten dazu. Das bedeutet, je mehr Daten dazukommen, desto besser wird auch das Modell. Es wird dann neu trainiert mit neuen Daten und wieder ein neues Modell bereitgestellt.
Wenn Sie jetzt zu wenig Daten haben und noch keine guten Ergebnisse bekommen, dann können wir trotzdem anfangen, das Modell zu trainieren und ein Modell bereitstellen, das die Supporter unterstützen soll. Und dann auch mit jeder Fehlentscheidung oder richtigen Entscheidung mehr Erfahrungen erhält, mit denen es trainieren kann. Genau. Übrigens, wenn Sie da auch Fragen noch zur Technik und so weiter haben, schreiben Sie uns gerne dann auch direkt an. Da werden wir auch drauf antworten. Zum Beispiel auch, wie mit welchen Methoden Python und TensorFlow wir das gemacht haben. Also ich kann im Moment dazu sagen, wir benutzen TensorFlow 2.0 und Python 3.7. Also ich benutze 3.7. 3.7. Es funktioniert auch mit niedrigeren Versionen. Aber das werde ich vielleicht auch auf meinem YouTube-Kanal dann noch mal ein bisschen genauer spezifizieren. Da können wir da auch ein paar technische Informationen noch hochstellen. Ja, dann hier noch mal das Beispiel mit dieser Gleichverteilung. Wenn Sie jetzt so, also Sie kriegen jetzt eine Datenmenge, wo 3.500 Hardware-Tickets drin sind, 3.000 SAP-Tickets und so weiter. Dann sieht man halt hier unten die Share, Software und Anwendungstickets. Da haben wir nur kleine Beispielmengen. Jetzt ist es so, wenn man das so trainieren würde, würde man auch ein Ergebnis bekommen. Aber es ist einfach nicht so gut, wie wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen würden, man nimmt eben diese Kategorien, die Datensätze, wo wenig Beispiele haben, eben nicht zum Training hinzu. Und macht dann entsprechend die Kategorien, wo man genügend Input-Daten hat. Das ist einfach ein Tipp, wie das einfach besser gehen könnte. Wir überlegen im Moment auch so Dinge, dass wir zweistufig das erkennen könnten. Könnten zum Beispiel sagen, in der ersten Stufe erkennen wir, dass es ein miscellaneous Problem ist, also nicht identifiziert. Und erkennen dann in der zweiten Stufe Share Software Anwendung. Da sind wir aber im Moment auch noch am probieren, was die beste Möglichkeit ist. Gut, welche Anwendungsszenarien haben wir nun im ITSM-Umfeld? Wir haben auf jeden Fall diese Level Recognition, die ich vorhin angesprochen habe. Dafür für Sie nochmal ganz wichtig. Natürlich werden jetzt einige sagen, ja, das ist nichts anderes wie Kategorieerkennung. So ist es nicht. Level Recognition heißt wirklich, wir erkennen mit Ihren Daten, welche Probleme am schnellsten von wem beantwortet wurden. Und damit kann man einfach die Zeit, in der ein Ticket durch Weiterleitung im Endeffekt nicht bearbeitet wird, die können wir damit reduzieren. Und das ist ein ganz großes Effizienzthema, dass Sie dann wirklich für ein Ticket, das heute dreimal weitergeleitet wird und dadurch 8 Stunden dauert, dass Sie dann im nächsten Mal eben in 2 Stunden bearbeitet haben und gelöst haben, weil gleich der richtige Supporter an dem Ticket arbeitet. Wie gesagt, hier auch nochmal das Beispiel, Drucker druckt nicht, ist vielleicht im First Level locker zu bearbeiten, aber wenn dann drauf steht, ich habe hier eine Fehlermeldung C08508, das kann vielleicht der First Level nicht bearbeiten und muss dann eben an den Third Level gehen und genau solche Dinge kann eine KI erkennen. Dann, was wir auch bei uns im System haben, ist, wir können Supporter direkt entsprechend die künstliche Intelligenz, unseren Chatbot, trainieren lassen. Wir arbeiten im Moment auch daran, dass bestimmte Beispieltickets direkt dann zum Training für die KI verwendet werden. Und dann ist es so, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall auch eine Solution Recognition bereitstellen werden. Das heißt, wir haben dann die Möglichkeit zu sagen, bestimmte Tickets werden direkt von der KI gelöst. Jetzt werden einige sagen, ja, das glaube ich Ihnen nicht, ne? Es ist einfach so, wenn Sie Tickets haben, die mit bestimmten Knowledge Base Einträgen gelöst wurden, dann können Sie heute in Ihrem Service Desk natürlich auch schon bereitstellen, wenn es die gleiche Kategorie ist.
Der Vorteil von einer KI wäre jetzt, dass die auch prüft, ist für diesen Anwendungsfall wirklich auch dieser Knowledge Base Eintrag die richtige Lösung und würde dann die entsprechend bereitstellen und könnte vielleicht dann automatisiert, ohne dass überhaupt jemand eingreifen muss, diese Lösung dem Kunden zur Verfügung stellen. Und der muss dann nur noch bestätigen, ja, es ist damit gelöst oder dann eventuell nochmal an einen Supporter weiterleiten. Davon versprechen wir uns unheimliche Effizienzsteigerung, weil eben die KI Lösungen direkt bereitstellt. Und Problem Recognition ist halt das typische Thema, dass wir erkennen können, wenn ein Ticket reinkommt, dass jetzt in den letzten 2 Stunden schon viele Tickets dieser Art reingekommen sind und können dann automatisch ein Problem eröffnen und der Problem Manager kann sich dann direkt darum kümmern. Ja, was ich zum Abschluss noch zeigen will, ist, wir bieten einen KI-Workshop an. Das heißt, wir können zu Ihnen ins Haus kommen. Wir würden normalerweise mit 2 Experten bei Ihnen entsprechend einen Prototyp erstellen. Und da können Sie sich auswählen, ob Sie einen Prototyp in der Bot-Technologie haben wollen, also ein Chatbot, wo direkt Tickets aufgemacht werden können in Ihrem Service-Desk-System, oder ob wir einen Prototyp zu dieser Level Recognition oder Kategorieerkennung entsprechend für Sie umsetzen. Und in einem Workshop, der dauert normalerweise einen Tag, und in diesem Workshop würden Sie dann einen Prototyp in Ihrer Umgebung haben, mit dem Sie Ihre Use Cases entsprechend schon mit KI abhandeln. Das Schöne dabei ist, natürlich werden wir Sie auch am Anfang ein wenig schulen, was mit KI gemacht werden kann und wie es gemacht wird. Und dann im zweiten Teil werden wir diesen Prototyp erstellen, dass Sie auch ein Gefühl dafür kriegen, wie gut kann die KI dann bei uns vielleicht unsere Use Cases entsprechend abdecken. Und im letzten Schritt geben wir dann einen Ausblick, wie könnte das bei Ihnen produktiv entsprechend eingesetzt werden. Ja, und dann sind wir jetzt bei der Fragenrunde. Vorhin kamen ja schon ein paar Fragen rein, die wir zum Modell und zu der Art der Technologie, wie wir darstellen, das entsprechend gemacht haben. Und jetzt können Sie Ihre Fragen im Chat auch nochmal stellen. Also ich habe hier noch eine Frage, was kostet so ein Workshop? Es ist so, dass der Workshop 2.000 € kostet und wie gesagt, wir kommen dann mit 2 Personen bei Ihnen vorbei und erstellen diesen Prototyp und für 2.000 € können Sie den bestellen. Wenn Sie Bot-Technologie und entsprechend noch einen weiteren Prototyp haben wollen, dann müssen wir eben nochmal sprechen, weil es sind ein paar kleine, sagen wir mal, Voraussetzungen von Ihrer Seite auch zu beachten. Aber wenn Sie da Interesse haben, kommen Sie da gerne auf uns zu. Ja, hier kommt eine Frage, die hatte ich schon oft bekommen, und zwar, wie verhält es sich in mehrsprachigen Systemen? Muss man jede Sprache einzeln trainieren? Ja und nein. Wenn Sie, ja. Man muss das neuronale Netzwerk nicht für jede Sprache einzeln trainieren, man erhält aber bessere Ergebnisse. Bei den Kategorien oder auch bei Supportern, die jetzt mehrsprachig verteilt sind, sind es häufig für andere Sprachen noch andere Supporter oder andere Kategorien. Das heißt, wir können vorab schauen, um welche Sprache es sich handelt und würden dann deutsche Tickets in einem deutschen neuronalen Netzwerk und englische Tickets in einem englischen neuronalen Netzwerk durchlaufen lassen. Genau. Was wir im Moment auch einen Ansatz haben, ist, wir lassen Tickets automatisch übersetzen in die Sprache, in der es trainiert wurde. Aber jetzt ist natürlich folgende Problematik. Die Übersetzung ist nicht hundertprozentig, unsere KI ist nicht hundertprozentig und dann addiert sich das natürlich auf. Das heißt, wir bekommen dann einfach schlechtere Ergebnisse. Nichtsdestotrotz, das wissen Sie alle, wenn Sie heute mal DeepL
benutzen, um Sprache zu übersetzen, die werden ja immer besser. Ne? Also die KIs, um Sprache zu übersetzen, werden irgendwann eine 100% Rate fast bereitstellen. Und dann können wir auch, sagen wir mal, mit einer Sprache trainieren und entsprechend dann auch gute Ergebnisse liefern. Aber heute ist es so, wie der David auch schon gesagt hat, entweder Sie haben ganz viele Daten, dann ist es nicht ganz so schlimm, oder Sie schulen jede Sprache einzeln. Ja, gut, das waren die Fragen, die wir zu beantworten hatten. Und die letzte Folie nochmal, was können Sie damit erreichen? Was sind Ihre Vorteile? Es ist ganz klar, wir sind immer daran interessiert, die Effizienz zu steigern. Dass man einfach ein paar Routinetätigkeiten wie kategorisieren, priorisieren oder Sprache erkennen oder solche Dinge einfach von der KI machen lässt, ohne dass das überhaupt jemand merkt. Und damit hat eben der First Level Support oder auch Second und Third Level weniger Arbeit. Und wir wollen die Bearbeitungszeit von Störungen einfach verbessern, deswegen direkt an die entsprechenden Personen weiterleiten. Wenn man jetzt, man kann natürlich da auch nochmal drüber diskutieren, nach ITIL soll es ja erst First Level und dann Second Level und Third Level. Ist natürlich so eine Sache, ne? Wenn Sie halt eine KI haben, die genau weiß, es macht keinen Sinn, das im First Level anzusiedeln, sondern direkt hier im Third Level, dann haben Sie halt auch einfach eine kürzere Bearbeitungszeit. Und wir wollen natürlich auch eine Steigerung der Genauigkeit und Qualität der Störungsbehebung. Ganz wichtig, was wir in unserem System machen, ist, dass wir auch die Knowledge Base immer prominenter verwenden zur Lösung von Tickets. Und da auch vielleicht nochmal eine wichtige Sache. Alles, was Sie jetzt hier gesehen haben, kann man in jedes Helpdesk, das entsprechende Schnittstellen anbietet, einbauen. Und die meisten Helpdesk-Systeme haben diese Schnittstellen. Das heißt, wir können diese KI einfach in verschiedene Arten von Service-Desk-Systemen einbauen. Aber natürlich bieten wir auch ein Service-Desk-System, in dem es entsprechend schon eingebaut ist. Wenn Sie Interesse haben, nehmen Sie gerne auch an den nächsten Webinaren teil. Und in den nächsten Webinaren wird definitiv auch unser neuer Ansatz, wie man mit Chatbots die Produktivität erhöht, entsprechend gezeigt. Ja, damit bedanken wir uns. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ja, wir hoffen, Sie im nächsten Webinar wieder zu begrüßen.